Guten Abend, schön, dass ihr wieder dabei seid. Daheim, das ist mein Thema und davon möchte ich euch wieder etwas erzählen. Heute denke ich an meine Großmutter. Meine Großmutter war eine herzensgute Frau und ich werde bestimmt noch öfter von ihr erzählen. Und heute will ich euch mal sagen, was mir dieses heimelige Gefühl gegeben hat. Ich war von der ersten bis zur vierten Klasse in einer Schule, wo es zwar einen Hort gab, aber ich habe mich dort im Hort überhaupt nicht wohl gefühlt und da wurde dann beschlossen, dass ich zu meiner Oma gehen kann. Meine Oma wohnte ungefähr 3 bis 4 Kilometer von der Schule entfernt und ich musste durch die halbe Stadt gehen, um dorthin zu kommen. Bei Wind und Wetter, bei Regen und Sturm, bei glühender Hitze und bei normalem Wetter, wo es dann eben nicht so viel ausgemacht hat, dass ich so weit laufen musste. Und das Daheimgefühl nach so einem langen Schulmarsch. Ich war 7, 8, 9, 10, also in dem Alter musste ich dann eben jeden Tag diesen weiten Weg gehen. Und wenn ich dann zu meiner Oma kam, dann wurde ich erwartet. Und dieses Gefühl von erwartet sein, das war so schön. Wenn ich ganz durchgefroren war und klitschnass vom Regen, dann sagte sie, komm, zieh deine Sachen aus und hängte die Sachen dann über die Badewanne, dass es abtropfen konnte. Hier hast du Hausschuhe und ja, das Essen ist gleich fertig. Naja, so sprach sie dann eben mit mir und ich habe mich richtig zu Hause gefühlt. Und das war der Ort, wo ich mich in meinem ganzen Leben lang nie so wohl gefühlt habe wie bei ihr. Am Nachmittag hat sie mich dann wieder nach Hause gebracht. Die Schule war in der Nähe dort, wo ich wohnte. Aber wie gesagt, meine Oma wohnte weit weg und demzufolge wohnte sie auch weit weg von da, wo meine Eltern wohnten. Und dann sind wir auf dem Nachhauseweg durch das Glacier gegangen. Das war so eine Parkanlage. Und wenn wir so ein bisschen weg waren von den Straßen, dann hat sie mit mir gesungen oder mit mir Gedichte gesprochen. Und obwohl sie schon so alt war, konnte die alle Gedichte noch, die sie damals in der Schule gelernt hat. Und eines dieser Gedichte, das war der Zauberlehrling. Und meine Oma war ein Mensch, der das liebte, in die Dramatik einzusteigen und dann das schön auszudrücken. Und mit ihrer großen Lebenserfahrung konnte sie all die Gefühle auch nachvollziehen. Und es hat mich höchst amüsiert, ihr dazu zu hören. Und dann habe ich natürlich auch dieses Gedicht gelernt, noch bevor wir das in der Schule hatten. Das möchte ich euch jetzt mal vorsprechen. Johann Wolfgang von Goethe, der Zauberlehrling. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben, und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch, und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Walle, walle, manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Auf 2 Beinen stehe, oben sei ein Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Walle, walle, manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Seht, er läuft zum Ufer nieder, wahrlich ist schon an dem Flusse und mit Blitzesschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum 2. Male, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Ach, ich merkt es. Wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende er, das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt Behende. Wärst du doch der alte Besen. Immer neue Güsse bringt er schnell herein. Ach, und 100 Flüsse stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger kann ich's lassen. Will ihn fassen. Das ist Tücke. Ach, nun wird mir immer bänger. Welche Miene, welche Blicke.
O du Ausgeburt der Hölle, soll das ganze Haus ersaufen, sehe ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen. Ein verruchter Besen, der nicht hören will, Stock, der du gewesen, steh doch wieder still. Willst's am Ende gar nicht lassen? Will dich fassen, will dich halten und das alte Holz behende mit dem scharfen Beile spalten. Seht, da kommt er schleppend wieder, wie ich mich nun auf dich werfe. Gleich, o Kobold, liegst du nieder. Krachend trifft die glatte Schärfe. Wahrlich, brav getroffen. Seht, er ist entzwei. Und nun kann ich hoffen und ich atme frei. Wehe, wehe, beide Teile stehen in Eile schon als Knechte völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte, und sie laufen nass und nässer wird's im Saal und auf den Stufen. Welch entsetzliches Gewässer! Herr und Meister, hör mich rufen! Ach, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los. In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen, denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke, erst hervor der alte Meister. Das war also der Zauberlehrling. Das haben wir noch in der Schule gelernt. Und wir haben es nicht nur gelernt, sondern wir haben es auch besprochen. Was soll das bedeuten? Dass der Zauberlehrling, der noch nicht alles richtig versteht und auch nicht alles beherrschen kann, einfach Schaden anrichtet. Und ehrlich gesagt, mir kommt hier im Moment alles ein bisschen so vor, als ob hier Zauberlehrlinge am Werke sind. Und wer von uns allen ist denn der alte Meister? Was soll uns dieses Gedicht heute noch sagen? Und da muss ich daran denken, wie meine Großmutter zu mir sagte, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also Gott, damit habe ich jetzt nicht so viel im Sinne, ich würde es ein bisschen anders ausdrücken. Hilf dir selbst, dann helfen dir auch Umstände. Es kommen Menschen in dein Leben, es begegnen dir bestimmte Prozesse, Zufälle und du kommst genau auf das zu, was du gerne möchtest. Weil du dir selber hilfst und weil du genau weißt, was du eigentlich erreichen möchtest. Das ist die eine Sache. Dann sagte sie, suchst du eine helfende Hand, so findest du sie am Ende deines eigenen Armes. Das fand ich ziemlich gemein. Stellt euch mal vor, man ist schon ziemlich am Ende und man ist verzweifelt und denkt, oh, ich krieg das nicht hin, ich brauche jetzt unbedingt Hilfe. Und dann sagt sie, na komm, du kriegst das hin, mach mal alleine. Und wenn du Hilfe suchst, dann probier erst mal mit deinen eigenen Händen. Ist was dran. Und ich glaube, heutzutage hat man den Kindern viel zu viel die Hand gereicht. Und sie haben gar nicht gelernt, ihre eigenen Hände in vollem Umfang zu nutzen und zu schätzen, was sie alles selber können. Ja, und dann fällt mir dazu natürlich noch die Geschichte ein vom Baron Münchhausen, dem man ja nachsagte, dass er in den Sumpf kam und dass er sich, indem er an seinem eigenen Zopf zog, aus dem Sumpf befreite. Und was heißt es heute? Mit den Kenntnissen der Quantenphysik kann ich sagen, es ist tatsächlich so, du selber bist der Kapitän an Bord deines Lebensschiffes. Und du bist derjenige, der beeinflussen kann, was dir im Leben begegnet. Und wir sind so verrückt gemacht durch all die Geschichten, die wir im Fernsehen sehen, die ganze Werbung, der ganze Überfluss in den Geschäften und alles, was uns sonst noch begegnet, das macht uns so kirre, das holt uns so aus unserer Mitte, dass wir alle Anstrengung brauchen, um wieder in diese Mitte zurückzukehren. Und wo sind wir in der Mitte? Da, wo unser Gold ist, da, wo unsere Kraft steckt, da, wo unsere Intuition uns den Weg weist, da, wo wir mit der lieben Seele verbunden sind.
Ja, und das ist nochmal etwas, was mich an meine Oma erinnerte. Die sagte, dann hat die liebe Seele Ruhe. Ja, meine Großmutter ist 1892 geboren und die wusste, wie sie der Seele folgt. Sie hat gesagt, nur weil sie das gemacht hat, was sie so intuitiv gespürt hat, sind ihre Kinder am Leben geblieben im Zweiten Weltkrieg. Sie wusste genau, wie sie das machen musste. Und sie hat noch etwas gemacht. Sie hat gebetet. Beten bedeutet bitten. Und wenn man bittet, dann öffnet man damit, aus moderner Sicht gesehen, ein Quantenfeld und setzt in dieses Quantenfeld eine Erwartung. Und diese Erwartung mit einer Vorfreude, mit dem starken Gefühl, dass es sich schon erfüllt hat, so kann man das machen. Und dann hat es, so wie die Quantenphysik eben sagt, Einfluss auf das Ergebnis. Man hat das mit zahlreichen Versuchen untermauert und man weiß es inzwischen. Sie hat ja erlebt, wie Magdeburg zerstört wurde, wie die Bomben fielen, wie sie Fliegeralarm überlebt hat. Und sie hat sich immer gewünscht, dass niemand aus ihrer Familie dadurch zum Schaden kommt. Sie hat mir erzählt, dass sie gebetet hat. Wie gesagt, bitten ins Quantenfeld. Und da ist eine Bombe gefallen, genau in die Küche. Und als sie aus dem Bunker wieder rauskamen, um nach Hause zu gehen, da hat sie gesehen, dass da eine Bombe drin steckt, in der Küche. Und sie sagt, die Bombe war so groß, dass sie mitten in der Küche stand. Diese Bombe war eben aufrecht in dieser Küche und die konnten kaum drumherum gehen. Das war der Grund dann für sie, dort auszuziehen, denn das Haus war kaputt, aber die Bombe war nicht explodiert und sie waren, dadurch, dass sie eben in diesem Bunker waren, geschützt. Keiner ist zu Tode gekommen. Das waren so Sachen, wo ich dann gedacht habe, vielleicht ist doch was dran. Du wirst das mal ausprobieren mit dem Beten. Und eines Tages bin ich zu ihr gekommen und habe mir gewünscht, dass sie da ist. Wir waren nicht verabredet. Es war auch so, dass sie weg sein könnte. Da bin ich dann unten hingegangen, an den Eingang und habe geklingelt. Keiner macht auf. Da habe ich gedacht, jetzt probiere ich das mal selber. Jetzt nehme ich meine Hände und falte und bete, dass sie doch da ist. Und dann hat sie aufgemacht. Und da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Jetzt ist sie ja doch da. Wie kann denn sowas passieren? Und als ich dann zu ihr gesagt habe, Oma, warst du die ganze Zeit da? Hat sie gesagt, ja, ich war die ganze Zeit da. Ich sage, ich habe schon mal geklingelt und du warst nicht da. Ich wollte schon wieder gehen. Und dann habe ich gebetet und jetzt bist du doch da. Ja, und da hat sie einfach nur gelacht. Also so ist das. Habe ich euch wieder ein bisschen was erzählt von daheim, euch möglicherweise inspiriert, auch in euer eigenes Zuhause zu gehen, dort, wo euch niemand was wegnehmen kann, denn im eigenen Herzen, da seid ihr derjenige, der bestimmt, wie ihr euch fühlt. Nun wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und munter, bleibt zuversichtlich und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche, Freitag, 19 Uhr, wieder hier auf diesem Kanal. Damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören.